Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Beim letzten Mal waren wir hier in diesem Bunker und haben irgendwie Funksignale aktiviert und uns angehört oder so, damit wir wissen, wo es als nächstes hingeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was wir hier eigentlich gemacht haben den ganzen Tag. Aber es war ein Spaß. Ein Heidenspaß. So sehr, dass wir ganz überladen sind und deswegen gar nicht mehr schnell reisen können. Jetzt versuche ich gerade irgendwie wieder einen Weg aus diesem Bunker hier rauszufinden. Ich höre die ganze Zeit Wasser plätschern. Vielleicht bin ich unter dem Meer. Unter dem Meer. Niemand frittiert dich Brett und serviert dich hier zum Verzehr. Das ist schon mal auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, die Roboter wollen mich auch gar nicht braten, servieren und frittieren. Die wollen einfach nur töten um des Tötens willen. Nein, das stimmt auch nicht. Das passt auch nicht zu Robotern. Die machen einfach nur das, für was sie da sind. Auf was sie programmiert sind. Und das machen sie halt leider echt gut. Beziehungsweise in dem Spiel jetzt hier halt nicht besonders gut. Aber theoretisch würden Roboter das sehr gut machen. Ich finde es fast schade, dass die bei Horizon Zero Dawn, ich will nicht zu viel spoilen, aber ich sage nur so viel, ich... Oh, oh. Okay. Moment. Ich habe gerade die letzten 11 Schuss für unser Automatgewehr 4 verschossen und plötzlich habe ich über 200 Schuss. Ah. Hä? Ich glaube, ich hatte vorher irgendwie eine andere Munitionsart. Und deswegen haben die Waffen auch, deswegen hat die wahrscheinlich auch so irre reingehauen. Weil ich wahrscheinlich nicht die Hohlspitz, sondern die Vollmilch ummantelten köstlichen benutzt habe, glaube ich. Könnte das sein? Mal gucken, wenn meine Theorie stimmt, dürfte die jetzt deutlich weniger reinhauen beim nächsten Gegner, den wir treffen. Freiheit. Hip, hip, hurra. Ich bin frei wieder. Wow! Yaki Kakimaki ist super nah an uns in unserem Gebiet. Und da ist auch noch ein Relais, das wir zerstören sollen. Heiliger Popeiliger Polechle. Ich glaube, wir haben ein Ziel. Jetzt geht's auf Richtung Super Dude. Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Das würde mich echt interessieren, Spiel. Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Verliere ich dann mein Loot? Ist das wie in Dark Souls? Verliere ich Erfahrungspunkte wie in einem Oldschool-RPG? Oder spawne ich einfach nur im Bunker und es passiert eigentlich gar nichts? Das wäre mir fast am liebsten, wenn ich so drüber nachdenke. So, jetzt passt auf, Relais ist gleich hier. Super Botinski ist irgendwo da hinten in der Richtung. Ah, wenn es nur nicht so viel Schwäume, was? Bäume in Schweden geben würde. Schwäume in Beben. Beden. Na, jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Relais. Wobei der schon sehr nah an das Relais ranwandert. Da hinten patrouillieren Dogos. Hey, aber da war ich doch wirklich schon, oder? Respawn die jetzt oder nicht? Wenn das Spiel doch nur seine Regeln kommunizieren würde ordentlich. Das fände ich so gut. Naja. Wer weiß.
Ich glaube, auf die Entfernung darf ich froh sein, wenn ich überhaupt treffe. Ah, wo ist er denn? Flitzi, jetzt halt dich doch mal still, Mensch. Okay, haut trotzdem noch rein. Oh, oh. Kurz nachladen. Rambot. Kommt schon der Nächste, habe ich gesehen. Ist zumindest noch durch die Wiese gehoppelt. Da hinten ist er. Da kommen schon die zwei Nächsten. Das sind drei gleich. Wandern so ein bisschen durch die Prärie. Mensch, jetzt ist aber hier Rudel-Action. Die sind noch nicht aggro. Die haben noch nicht gecheckt, was hier los ist. Aber da wandern sie schon. Ah, komm schon. Ich brauche ein besseres Gewehr. Mein altes Gewehr ist kaputt irgendwie. Ich brauche ein neues. Da stimmt was nicht mit dem Ziel. Ob es wirklich dran liegt, das würde mir ja schon wieder gefallen. Wenn es wirklich daran liegen würde, dass das Gewehr so ungenau ist, weil mein Zielvisier kaputt ist und deswegen vielleicht ein bisschen verzerrt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur, dass die Waffe halt streut und auf die Entfernung nicht mehr so genau ist. Das Ding haut so rein. Ja, wo ist er denn, der Letzte oder Vorletzte? Oh, da kommen noch mehr. Da kommen die jetzt von der anderen Seite auch dazu, glaube ich. Ich hoffe, ich habe den Titan nicht auf mich aufmerksam gemacht. Den Terror. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Zwei mit einem Streich. Verdammt nochmal. Wie viele denn noch? Hui, das war wild. Das war eine wilde Party hier. Nicht schlecht. Ui, ui, ui. Das war mal eine Action. Jetzt wüsste ich nur gern, wo die ganzen kaputten Roboter liegen. Weil die Munition von denen könnte ich, glaube ich, ganz gut brauchen. Aha, noch ein Gewehr. Cool. Bin ich noch überladener als vorher. Perfekt.
gut, dass ich vorher in der Werkbank so viel Heilung gecraftet habe und mich noch drüber lustig gemacht habe, dass man nie im Leben so viel Heilung jemals brauchen wird. Tja. Ich meine, gut, ich habe noch über 30, also gut, ja. Reicht schon noch ein bisschen. Aber ja, doch. Hat man schon ganz schön Verbrauch auch. Die habe ich alle, oder? Ah, tatsächlich nicht. Was die manchmal für komische Munitionsarten dabei haben. Ich habe noch nie einen Roboter mit einer Flinte gesehen. Wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen. Aber ich habe auch nicht so drauf geachtet. Aber trotzdem droppen die ab und zu Flintenmunition. Warum? Oh. Das tut mir leid für ihn. Aber ich glaube, da waren jetzt quasi die Wächter von der Radarschüssel schon mit dabei. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, und der Hauptobermufti ist wieder ein bisschen weggegangen. Das heißt, wir können jetzt erstmal in Ruhe das Ding in die Luft sprengen. Kann ich das jetzt kaputt schießen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber das hat beim letzten Mal so viel Munition geschluckt, dass ich es lieber sprenge. Aber da muss ich wahrscheinlich leider erst wieder sowas hier machen. Du, 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 du. Flip. Du, 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 du. Du, 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 du. Schön. Ich glaube, ich habe da hinten ernsthaft schon wieder noch einen Hund rumlaufen sehen. Oder war es nur der Zaun und ich habe es mir eingebildet? Nee, da ist er. Ah, die Dinger sind überall hier. So, wenn ich jetzt der Straße folge, sollten wir unseren Titanenkerl treffen. Ich muss mal echt gucken, wenn ich zu nah zu den Hunden komme, dann geht gleich der nächste Kampf nochmal los. Würde ich gar nicht unbedingt wollen. Ich würde gern den Titan mal aus der Entfernung beobachten. Ich würde ihn gern mal sehen. Ist er das da? Ah, tatsächlich. Ach, der ist einfach nur so ein humanoider, menschenartiger Bot. Ich habe jetzt mit was ganz Großem gerechnet. Ich habe jetzt mit dem Jesus unter den Robotern gerechnet. Aber der hat immerhin auch... Ich meine, der hat so eine kleine Jesusrobe. Ich weiß nicht, was das sein soll, was der da hat. Ah, Waffen. Okay. Wäre so cool, wenn ich laufen könnte. Ich bin aber leider so überladen, das ist echt uncool. Oh yeah. War es das schon mit unserem Titanen? Oder war das nur einer von seinen Buddies? Oh, nee, nicht du. Die Mine war nicht für dich gedacht, Mensch. Oh. Ah, guck. Ich glaube, der hat doch eine Schrotflinte. Muss ich alles zurücknehmen. Ach, kommt schon. Was ist denn los hier? Wo ist er denn? Da ist er.
Was war das gerade für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört? Irgendwas ist hier noch, oder? Ah! Na genau, der Strolch von Notre Dame ist noch nicht besiegt. Der läuft hier noch irgendwo rum. Das war nur einer von seinen beiden Buddies. Schade, war trotzdem eine gute Falle, hat gut funktioniert. Nur leider ist der Falsche reingelaufen. Aber gut. Wir haben ja noch ein bisschen anderes Fallenmaterial. Ist er das eh schon wieder da vorne? Ja, genau, das ist er. Jetzt gucke ich mal, wie gut der hört und ob der so weit auf Lautstärke reagiert. Ich kann halt leider nicht weglaufen, aber ich mache hier mal eine EMP-Bombenfalle mit Musik. Oh. Aha, da kommt einer. Ich weiß nicht, ob es er ist oder einer von seinen Handlangern. Ah. Oh. Oh nein, jetzt fährt mein Staubsauger los. Die haben sich gerade verbündet gegen mich. Ah! Ich weiß nicht, was mir das gerade bringen soll, aber ich mache hier eine Wand aus Ghetto-Blastern. Vielleicht verwirrt ihn das ein bisschen. Ah! Okay, cool. Der winzige, dünne Baum wird mir Deckung geben. Tatsächlich, guck. Und wie? Da guckt er jetzt. Oh, oh, aua. Aua, au, der tut so weh. Der tut so weh. Yeah! Und er hat für mich Plastik und noch was und eine Tarnjacke. Ha, okay. Ich hätte jetzt irgendwie eher mit ein bisschen mehr Epic Loot gehofft, ehrlich gesagt. Aber gut. Meine Ghetto Blaster Falle war nicht so das Wahre. Aber gut. Hauptsache, wir haben es hingekriegt. Na, das ist doch jetzt ein schöner Schlusspunkt für heute, oder? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der nicht erstens mehr Erfahrungspunkte und zweitens mehr Loot gedroppt hat. Aber ja, wir haben unseren ersten Titanen getötet. Da gucken die an, ja? Zu euch komme ich auch bald. Ulven 2 und Jagdmaskin.
Ihr seid die Nächsten. Ulven A410 und A425. So. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.